Halli, hallo und herzlich willkommen zu Le Prison des Architectes. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Prison Architect. Wo wir darauf warten, dass die letzten drei Zellen fertiggestellt werden. Zu 100. Wir ordern mal, wer hätte das gedacht, 30 neue Häftlinge, wenn nicht sogar mehr. Vier sind bereit zur Bewährung. Wir machen 35, ne? Schad ja nicht. So ein paar mehr. Die können ja dann in die Übergangszelle. In die Verwahrungszelle. Entschuldigung. Im Deutschmod, den es vorher gab, als es noch keine originale Übersetzung gab, in Anführungsstrichen, hieß das Ding halt Übergangszelle. So, was hier los mit der Versorgung? Ja gut, die brauchen noch ein bisschen. Das ist eigentlich auch in Ordnung. Die Kantine sieht sehr, sehr voll aus. Aber es sind ja mittlerweile auch fast... Naja gut, es sind 70. Aber sie müsste tatsächlich für 100 reichen. 3, 4, 5, 6, 7, 14. 14 mal 8. Jawohl, das reicht. Ohne Probleme. Ich frage mich, ob die Köche hinterherkommen, weil momentan sehe ich keinen einzigen. Und schwupp, haben wir 100 Zellen. Perfekt. So, sie wollen 100 Insassen. Ja gut, das haben wir bald. Und Kontostand mindestens 100. Das, ja. Haben wir noch irgendwelche Zuschüsse über? Zellenblock B wird gleich aktiviert. Ach, haben wir schon. Ja, sehr geil. Ah, 54.000. Perfekt. Das dauert mir zu lange. Tischlerlehre. Ich schätze mal, dafür haben wir noch keinen, der interessiert ist. Doch, einer interessiert. Okay, geben wir dem mal die Möglichkeit. Alle Räume belegt. Nein. Gut, dann halte ich das an. Alle Programme neu starten. Hahaha. Dann haben wir nämlich eine Werkstatt, eine Zeit der Werkstatt für die Tischlerlehre und eine Zeit für die Sicherheit in der Werkstatt. So. Du. Haben wir noch nicht, ne? Haben wir aber jetzt. Die Wand hatte ich noch nicht gezogen. So, und hier hätten wir jetzt natürlich auch gerne wieder eine Patrouille, die hin und her latscht. Hier reicht auch... Achso, hier reicht eine. Ja. Es ist nachts, es ist Schlafenszeit. Also Zeit für ein Razzia. Ding, ding, ding. Na, ihr Lieben, was treibt ihr so? Also der Großteil dieser Folge wird wahrscheinlich warten sein. Und zwar warten auf den Kontostand von mindestens 100.000. Warum ist das eigentlich bei 90%? Ich habe 54.000 gerade auf dem Konto. Das verstehe ich nicht. Okay, dann wird es vielleicht doch nicht so lange dauern. Soll mir recht sein. Ist in Ordnung. Ich setze mich derzeit nochmal um. mein Hintern. Ich spüre ihn so langsam, weil ich hier schon eine Weile sitze. Gut, Razzia beendet. Die Gefahr steigt. Ernsthafte Beschwerden. Ich glaube aber, sie haben gar keinen Grund. Alphabetisierung. Sie würden also gerne lesen. Dafür bräuchte ich eine Bibliothek. Ja, könnte ich ihn eigentlich einrichten? Ich habe hier noch Platz, eine Bibliothek. Wäre noch was. Und ein Laden wäre vielleicht auch noch was.
Ich glaube aber, in der Bibliothek können noch gar keine arbeiten, oder? Grundlagenbildung. 11 interessiert. Ja, das dauert hier nur eine halbe Ewigkeit, bis das fertig ist. Das heißt, vielleicht wäre ein Laden erstmal gar nicht doof. Kontostand mindestens 100.000, verstehe ich irgendwie nicht. Wir haben es geschafft. Wir haben 100 Häftlinge, die werden hier gerade angeliefert. Meine Güte. Und wir haben 100.000 auf dem Konto. Ich weiß zwar nicht, wie das darauf kommt, aber haben wir wohl, wenn das da steht. Eine Baumschule wäre vielleicht auch noch was. Ja, ich nehme den Anruf ja schon an. Also so sieht unser Knast momentan aus. Mal gucken, was jetzt passiert. Bürgermeister Corvin Heller. Sie haben die Mindestanforderungen für ein Staatsgefängnis erfüllt. Wie Sie jetzt weitermachen, liegt ganz bei Ihnen. Von diesem Zeitpunkt an liegt es nur bei Ihnen und Ihrem Unternehmen, wie Sie weitermachen wollen. Im Büro des Bürgermeisters interessiert uns nur eine einzige Zahl, und das ist die Rückfallquote. Wenn Sie die Rückfallquote Ihrer Häftlinge senken könnten, wäre das ein großer Erfolg. Leute wie Dr. Hurst glauben, dass man das nur durch Bildung, Besserungsprogramme, Berufsausbildung und solchen Kram erreichen kann. Meiner Meinung nach ist Bestrafung genauso effektiv. Es liegt ganz an Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. When you are done, click on the Polaroid on the road to leave the prison. Also ich glaube, wir sind eigentlich in der Theorie fertig. Wir haben halt jetzt hier noch ja so eine kleine extra Aufgabe bekommen sozusagen. Senken Sie die Rückfallquote auf höchstens 30% von allen Gefangenen. Oh, momentan liegt sie bei 41. Das ist relativ hoch. Weiß ich gar nicht wieso, ehrlich gesagt. Besserung, Bestrafung, Sicherheit, Gesundheit, minus 1. Mhm. Eigentlich haben wir schon relativ viele Programme und so am Laufen. Ja. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen neugierig, was jetzt hier... Hurst vs. Heller oder was? Also ich weiß ja, dass es die letzte Kampagne ist. Ich bin aber jetzt doch neugierig, was passiert, wenn ich das Polaroid anklicke. Ich speichere mal eben die Kampagne. Ach, das ging wieder nicht. Moment, ich habe das gleich. Vielleicht. Kampagne LP2, nenne ich das mal. Speichern. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Ich weiß nicht, ob wir danach, was jetzt als nächstes passiert, ob wir danach doch noch das Gefängnis ein bisschen weiterspielen. Keine Ahnung. Nö. Ach stimmt, da war ja noch was. Officer Keaton. Immer noch nichts. Wie lange dauert das schon? Ich kann's nicht mehr zählen. Keine Anrufe, keine Briefe. Tut mir leid, Morgan. Das muss wehtun. Aber du hast eine Chance bekommen. Vermassel sie nicht. Henry, viel Glück. Versuch nicht, denen das zu erzählen, von dem du glaubst, dass sie es hören wollen. Ich muss los. Ich bin in einer Minute live auf Sendung. Oh, er hat seine Bewährungsanhörung. Oh oh. Willkommen zurück zu dieser Sonderausgabe von CNDC News live mit Bürgermeister Corvin Heller. Zu uns kommt nun Dr. Walter Hurst, dem man vorwirft, große Geldsummen für Gefängnisreformen verschwendet zu haben. Dr. Hurst, glauben Sie, dass Sie erfolgreich waren? Ich glaube, jeder hat das Potenzial zur Verbesserung und wir müssen allen diese Chance bieten. Ich kann mit absoluter Überzeugung sagen, dass ich eine wirkliche Verbesserung der Haltung und der Hoffnung vieler der hier Eingesperrten erlebt habe. Die Haft sollte abschreckende Wirkung haben. Sie sollte keine Gelegenheit zur Weiterentwicklung oder auf Veränderung bieten. Durch Bestrafung und Entmenschlichung während der Haft erreichen wir nur, dass die Bereitschaft zu kriminellem Verhalten verstärkt wird.
Und? Ach so, sie fragt auch. Und? Was denn jetzt? Ich voll am Mitfiebern hier. Darf er gehen? Oh, hier gibt es sogar Ampeln. Wir geben diesen Männern wichtige Fähigkeiten und, was noch viel wichtiger ist, Hoffnung mit auf den Weg. Er darf gehen. Wir helfen ihnen dabei, sich wieder in die Gesellschaft einzufügen und nach Haftende einen Beitrag zu leisten. No, ich freue mich gerade ein bisschen. Voll übertrieben, aber trotzdem. Einfache Bürger erhalten keine kostenlose Ausbildung, kostenlose Bildung oder eine Garantie auf bezahlte Arbeit. Wir lassen die Opfer von Verbrechern im Stich und belohnen die Täter. Wir geben gewaltige Summen aus, nur damit sich diese Kriminellen wohlfühlen. Er klingelt bei Morgan. Bei seiner Frau. Sie ist auch da. Freut sie sich? No. Wir können etwas ändern, auch wenn wir uns dazu immer nur ein Individuum zur Zeit vornehmen. Und seine Tochter. Oh, ist sie mittlerweile groß geworden. Sie können einer Katze 100-mal sagen, dass sie die Vögel in ihrem Garten in Ruhe lassen soll. Sie würde es trotzdem nicht lassen. Das ist ihre Natur. Created by Chris Delay. Produced by Mark Morris. Art Ryan Sumo. Sound von Alistair Lindsay. Screenplay by Chris Hastings. Boah, das Bild kenne ich noch gar nicht. Voll übel. Programmers John Leander, Gary Andrew Jeffrey und Finlay. Graphic Design von Morten Pedersen. Ein besonderer Dank geht an Will, Sam, Joe, John, Alex, Alex und Double. Double Alex sozusagen. Introversion Software. Chrissy Lay, Mark Morris, John Knoddenbelt und Thomas Arundel. Prison Architect. Edward Ramsey. Zum Fortfahren Escape drücken. Na gut, dann machen wir das mal. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Ah, im Hauptmenü. Okay, Kampagne 5 von 5 freigeschaltet und Zwischensequenzen 17 von 17. Sehr, sehr cool. Ja, damit haben wir die Kampagne endlich durch. Juhu! Ich finde, sie ist zwar... Also für die ersten Schritte ist sie vielleicht ganz hilfreich, aber im Großen und Ganzen... Für das Spiel ist es, glaube ich, trotzdem so, dass man sehr viel selbst entdecken muss und durch die Zuschüsse, wenn man erstmal rausgefunden hat, dass sie existieren, ist das schon eine große Hilfe mit den Zuschüssen. Aber ich muss sagen, sie haben das schon ganz gut umgesetzt, so mit der
mit der Story so ein bisschen, die ja auch ineinander übergehen, dass ja eigentlich, also Prison Architect ist ja erstmal ein Spiel und man hat irgendwie Spaß daran, da rumzubasteln und zu bauen und zu sehen, wie die rumwuseln und so. Aber der Hintergrund ist halt nun mal so, da sind Verbrecher, die halt eine Straftat begangen haben und deswegen in so einem Gefängnis landen. Und ja, das ist, haben die schon ganz gut umgesetzt. Und auch, dass letztendlich sind Verbrecher ja auch nur Menschen, auch wenn sie was gemacht haben, was nicht in Ordnung ist, aus welchem Grund auch immer, ist das schon richtig. Also ich bin da absolut auf dem selben Weg, also gedanklich, wie der Doktor auch. Das sind Menschen und gib ihnen eine Arbeit, gib ihnen eine Aufgabe und dann wird das alles schon wieder besser, als wenn man so, wie, glaube ich, die meisten orientierungslos durch das Leben irren, wenn man vielleicht nicht gerade der größte Big Mafia Boss ist. Ich glaube, der hat schon einen Plan, was er da tut. Aber ich schätze mal, viele seiner, seiner Untergebenen, sage ich jetzt mal, dümpeln eigentlich rum und haben sich eine falsche Aufgabe ausgesucht, die vielleicht nicht sein muss. Na gut, das soll es gewesen sein mit der Kampagne von Prison Architect oder Architect, wie auch immer man das aussprechen mag. Ich freue mich auf ein neues Gefängnis, wo wir das alte verkaufen werden, was mittlerweile einen sehr viel höheren Wert hat, als ich es das letzte Mal gezeigt hatte. Aber das werde ich irgendwie in so einer Bonusfolge oder so zeigen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart und ich freue mich auf jeden Fall auf das Gefängnis. Ich habe nämlich voll die Idee und voll den Plan, was ich da machen will. Ich reibe hier so die Hände, so verbrecherisch. Und jawohl, danke fürs Gucken und bis zum neuen Gefängnis. Tschüss.